Guck mal, hier ist das gelagert. Ja. Achtung, Schweinchen. Wie mache ich mich? Passt das alles? Ist das gut, was du gerade hier machst? Du bist ein ziemlicher Trottel. Warum das denn, Alter? Fick dich, Holly. Fick dich selber. Ich lass dich gleich, ich schmeiß dich jetzt schon raus, sag, dass das Date nicht gut war oder so. Okay, gut, du gewinnst ja. Was soll ich machen? Ein bisschen netter, versuch mich mal ein bisschen, du, keine Ahnung, was du für Fäden hast oder so mit anderen Leuten. Aber das geht gar nicht. Okay, dann blende ich das jetzt aus und konzentriere mich jetzt nur auf uns. Soll ich dich irgendwie, soll ich die Avancen machen? Die irgendwelche Komplimente? Ja, natürlich. Fahr alles auf. 110% okay. Geben. Alles klar, gut. Meine Fresse. Okay. So, hier habe ich so ein bisschen Heu. Vorsicht, Schweinchen. Oh. Guck mal, da vorne ist ein Futtertrog. Wie du hier siehst, habe ich auch die fünffache Menge an Heu gerade auf meinen Schultern zu tragen wie du. Aber das ist ja natürlich klar. Wenn du willst, dass ich dir auch noch deine Ladung abnehme, dann bitte. Scheu dich nicht davor, mich um Hilfe zu fragen. Ich nehme dir alles ab. Alles gut, alles gut. Jeden Ballast, der dir irgendwie im Leben widerfährt. Alles, was du oder dich irgendwie in Richtung Boden zieht, würde ich an mich nehmen, weil ich damit fertig werde. Weil es was Selbstverständliches ist, mich deinen Sorgen anzunehmen. Holly. Okay, okay, warte mal hier. So. So. Weißt du, in einer Partnerschaft ist es wichtig, über Dinge, die einen belasten, zu reden. Die Negativpunkte aufzuzählen, die einem im Leben widerfahren sind. So, erzähl mir doch ein bisschen, was hat dich geformt? Welche negative Erfahrung hattest du, die dich trotzdem irgendwie letzten Endes zu dem Menschen gemacht hat, der du jetzt bist? Das wird jetzt ziemlich persönlich, Jonathan. Hey, wir kennen uns doch schon ein bisschen. Und mir kannst du alles erzählen. Ich bin ohne Mutter aufgewachsen, weißt du? Oh nein. Sie hat mich tatsächlich gleich nach der Geburt bei meinem Vater abgeladen und... Oh nein, das tut mir leid. Wirklich? Ja, und... Es ist auch ziemlich schwer für mich, weil... Diese ganze Kultur, die damit dranhängt, das hilft mich alles ziemlich. Oh nein. Hey, komm, lass dich mal drücken. Alles danke. Gut. Hey, vielleicht kann ich ja für dich die Mutter sein, die du brauchst. Das also, okay, ich, also ich meine das nicht... Das klingt ziemlich merkwürdig, ich meine damit, dass ich dir genauso viel Fürsorge und Liebe geben kann, wie es eine Mutter tut. Dass man den Faktor Mutter mit der Variable Johnny austauschen kann. Das, also, ich wollte dir nur damit sagen, dass du immer wenn du eine Brust zum Ausheulen brauchst, ich für dich da bin. Aber ich suche hier keine Mutter, sondern einen Partner. Ja, das war jetzt nur... Bei uns in unserer Kultur ist das halt so, also... Ist das halt einfach nur jemandem klarzumachen, wie viel Liebe man für den anderen empfinden kann. Auf welchem Level von Zuneigung man sich einlässt und... Deswegen habe ich mich gerade mit einer Mutter verglichen, weil ich meine, über die Liebe einer Mutter geht ja gar nichts hinaus. Verstehst du, was ich meine? Okay. Aus welchen Kulturkreisen kommst du denn? Southside. Du bist da so ein kleiner Großstadtgangster. Nun, ich bin ein kleiner Großstadtjunge mit wahnsinnig großen Träumen. Okay, was sind denn deine Träume? Vor allem Familie. Ich bin jemand, der viel Wert auf Familie legt. Ich möchte, dass es meinen Leuten gut geht. Dass jeder in meinem Kreis, in meinem Radius, sich ein tolles Leben hat. Andere Prioritäten wie Geld und so sind Dinge, die ich nicht unbedingt anstrebe, aber ich trotzdem mitnehme, wenn es geht. Letzten Endes leben wir ja in einem System, wo Geld nicht unwichtig ist. Das ist so mein Sekundärziel, was ich aber auch ziemlich gut erfüllen konnte. Erst heute habe ich mir ein ziemlich sportliches Auto gekauft und wenn du irgendwann möchtest, kann ich dich ja mit diesem mal zu einem schönen Restaurant fahren. Das können wir später bestimmt gern machen, wenn wir fertig sind mit Betten. Sehr gerne, sehr gerne. Und auch will ich dir sagen, dass, wenn du irgendwelche Ziele hast, ich sie zu meinen mache. Weil das einfach irgendwie auch wichtig ist. Ich will dich in dem fördern, was du anstrebst, um deine komplette Entfaltung gewährleisten zu können. Verstehst du? Okay, also wenn ich jetzt sagen würde, ich
möchte die Weltherrschaft, ich möchte alle Leute unterjochen, ich möchte sie alle zu meinen Sklaven machen. Würdest du das unterstützen? Schwer. Holly, das sind die Kameras. Was? Das sind Kameras. Ne? Also, das ist ein ziemlich großes Dilemma, in dem ich mich befinde. Ich würde dir beibringen, dass die Weltherrschaft vielleicht nicht das Wichtigste auf dem Planeten ist und dass man trotzdem Ziele... was ist das Ziel dahinter? Macht ausüben oder... Also nur als Beispiel. Nein, das war eigentlich nur ein Spaß. Oh, ich wollte gucken, wie weit du gehst. Oh Gott sei Dank. Du siehst auch gerade, dass ich meine Grenzen habe und ziemlich in Frage gestellt habe, was du hier als Ziel festgelegt hast. Und wenn du das wirklich ernst gemeint hättest, dann hätte ich natürlich sofort das Weite gesucht, weil dann wärst du nicht der perfekte Partner für mich. Es geht hier um gegenseitigen Respekt, Holly. Okay? Aber das weißt du ja auch. Ja, natürlich. Ich respektiere dich. Na, Respekt ist wichtig. Vor allem, auch gegenüber Frauen. So, Herz? Ja. Ja! Jonathan? Ja? Wir haben ja vorhin so Schweinefakten ausgetauscht. Schweinefakten? Ja. Ich habe da einen Fakt. Ja. Irgendwas Besonderes, wenn man zwei Finger in ihre Nase vorne reinsteckt. Ach so, in die Nase. Probier das doch mal da vorne bei dem Schwein aus. Bei welchem jetzt? Wo ist denn Leo nochmal? Leo? Ich glaube da vorne, guck mal da. Leo! Ach, da bist du ja. Leo, hey. Leo. Leo. Leo, jetzt renn nicht weg, verdammt. Leo. Hey, Leo, du machst mich gerade... Leo, du machst mich gerade ein bisschen zum Kasper, Leo. Leo, du Leo. Leo. Hey, bleib stehen. Leo. Bleib stehen. Hey, bleib... Leo. So, ist fein. So. Jetzt rede ich mal zu mir. Jetzt nehme ich die beiden Finger. Steck sie mal in deine Nase. So. Leo! Leo! Er will nicht. Ich meine, ich kann das Schwein auch zu nicht zwingen, wenn es nicht möchte. Dafür liebe ich zu sehr Tiere. Ne? Was passiert denn eigentlich für gewöhnlich, wenn man den zwei Finger irgendwo reinsteckt? Also in die Nase? Das war tatsächlich ein Test, aber den hast du bestanden. Okay. Denn ich überschreite hier keine Grenzen. Wenn sich ein Schwein dabei nicht wohlfühlt, dann respektieren wir das. Das ist auch wichtig, Grenzen zu erkennen und einzuhalten. Vielleicht sagt ihr das auch ein bisschen was über meinen Charakter noch aus. Ja. Jonathan, du hast dich halt auf dem Bauernhof echt gut angestellt. Ja! Komm mal hoch zu mir. Muss er nicht hocken. Und weil du dich heute so gut angestellt hast, haben wir gleich noch ein Stück essen. Oh. Um den Abend gut ausklingen zu lassen. Oh, das ist, super. Ja? Übernachtungsdate? Nein. Nee, ach so, ja, ja. War viel zu früh. Ach so, ja, na klar, deswegen hätte ich nur... Nur weil wir jetzt hier quasi ne, mit den Schweinabgang haben, heißt nicht, dass wir jetzt Schweinkram machen. Nee, also ich meine damit, also... Also Jonathan. Nein, nein, ich dachte, das war eine Frage, weil ich das selbst irgendwie ein bisschen zu schnell empfunden hätte. Oder wartest du das immer? Nee, nein, nein, wenn du nein, mit nein, Frau nein. essen warst abends, nein. dass du dann quasi die Nacht mit ihr verbringst? Das erwarte ich nicht. Nee, das erwarte ich nicht. Das wäre mir auch ein bisschen zu schnell gewesen, weil ich will dich auch wirklich vom allertiefsten Herzen kennenlernen. So, und dann gleich irgendwie. Man, es soll ja auch ein bisschen frische und du weißt schon alles. Das muss ja jetzt auch nicht sofort alles, das... Diese Welt ist viel zu oberflächlich gestrickt heutzutage, ne? Wir leben in einer absoluten Konsumgesellschaft. Man muss immer auf die Schnelle alles hinbekommen und jeden nackt sehen und sofort das auf die höchste Stufe der Intimität gehen. Aber da lasse ich mir gerne Zeit, ne? Ich will einen richtigen, schönen, eine richtige Romanze draus machen. Und keinen schnellen Fick draus. Ziehen, so das ist, nee. Das hatte ich auch zu oft in meinem Leben schon. Ich wurde oft enttäuscht. Mir wurde sehr, sehr oft das dann versprochen. Ja. Eigentlich bin ich in dieser Hinsicht immer das Opfer gewesen. Denn ich war der zu Dingen verführt wurde und dann diese Versprechungen nur leere Versprechungen waren. Guck mal, die Limousine ist gerade angekommen. Ah, sehr gut. Wie wäre es denn, wenn wir beide nochmal in andere Klamotten schlüpfen?
Also wenn es schon ziemlich dreckig geworden gerade. Und dann treffen wir uns gleich ein paar Minuten vor der Limo, okay? Ja, ich werde mich nur kurz in einem Schwein umziehen. Bis gleich. Okay, bis gleich. Alles gut? Ja, das soll ja nicht gut sein, Amigo. Okay, nicht. Vielleicht muss ich mich irgendwie hinstellen oder so. Wir können Folgendes machen. Ich schicke Olli zu dir und dann, obwohl sie kann da, du kannst hinkommen. Ich muss nur kurz Kameraperspektive. Es wäre cool, wenn du ein bisschen mehr darauf achtest, dass du nicht so von der Kamera abgewandt Oh, bist. ja, Entschuldigung. Dann gucke ich jetzt in Zukunft mehr zu dir. Ja, nur ein bisschen mal in die Kamerarichtung, genau. Und so ein 90-Grad-Winkel zu ihr und zur Kamera ist immer ganz gut. Ich habe überlegen für die Perspektive jetzt Pen im Bild. Ich trinke noch mal einen Schluck, dann ist sie vielleicht weg. Willst du auch was trinken? Ich habe noch eine Minzlimonade, aber trotzdem vielen Dank. Dankeschön. Okay, meine kriegt ja gleich auch noch was, aber. Pass auf, ich filme von neben Holly und du kommst so angewalkt und dann gehen wir in die Limousine. Ich fahre auch mit euch mit. Ich filme in der Limousine. Ich komme Okay. einer Minute nach, ja? Also, Oder was jetzt? soll ich machen? Was, also, gleich, hier warten Mach wir gleich hinlaufen? das, was du. Ja, einfach warte eine Minute und dann mach das, was du willst. Das musst du es dir Ah, überlassen. okay. Bis gleich. McFarlane, vielen Dank für die 2 Monate. Eis Phoenix, ich danke dir für mittlerweile 18 Monate auf Stufe 2. Wer das Carpador nicht ehrt, ist das Garados nicht wert. Naja, gut. Malti, vielen Dank für die 44. Karl, Dankeschön. Ventura, vielen Dank für die 6. Hardbob, Dankeschön. Danke für deine Rechnung und die 11 Monate. Jonathan. Oh. Dankeschön. Muss ich erstmal hier durch diesen Graben laufen, ne? Aber für dich ist mir kein Hindernis zu groß, Holly. Du siehst unglaublich gut heute aus. Nun, dann haben wir ja beide was gemeinsam. Wie gesagt, auch nicht nur charakterlich passen wir gut zueinander, wir matchen auch vom Aussehen her. Sehr schöne Hose. Sehr, sehr schön. Dankeschön. Wollen wir dann los? Das können wir gerne machen. Okay, dann, Halte ich dir mal die Tür auf, bitteschön. Einmal einsteigen. Mal bitte einsteigen. Hier, ich halte die Tür auf. So. Dankeschön. Links oder rechts? Links. In der Hose siehst du fett aus. Bitte was? Ja, ist doch so. Jetzt sei leise. Hast du dir nichts anderes Okay, warte mal kurz, aussuchen warte mal können? kurz. Hast du Ansgar, gerade kannst du nicht nichts mal. Kannst du gesagt? mal kurz gucken, ob die Ja, was Sitzheizung ist auf dem denn? Was ist Beifahrersitz das für ein geht, bitte? Scheiß? Was ist denn das für ein Outfit? Weil ich vielleicht nachher damit nochmal eine Runde Ist fahren es dein wollte. Ernst? Beziehst du die Hose über das Shirt? Was ist das für eine Kombination an Farben? Egal. Okay, gracias. Das ist schon ziemlich verletzt, was du gerade gesagt hast. Okay, pass auf. Ja, Spotlight on Ice ist Sitzheizung? wieder. Sei ganz cool. Wir können darüber später reden. Okay, und jetzt mach Lächel, okay? Kameras. Ich weiß nicht, ob ich das gerade will. Och, Mann! Jetzt reiß dich zusammen. Das ist das Showbusiness. Du hast dich dafür entschieden. Manchmal ist das so. Kannst du aufhören, mich anzuschreien? Ja, okay. Stimmt mit euch nicht. Alles Weiß gut. nicht, ihr schreibt mich gerade an, ich wäre fett oder so. Jorge, sag, wenn die Kameras gleich wieder an sind. Die sind die ganze Zeit an. Was? Das musst du rausschneiden, bitte. Das ist wichtig. Du siehst wunderbar aus, wirklich. Hier bei diesen, ist unter jeder Lichtbedingung. Ich hab dich hier gerade, ich hab mich hier gerade jetzt auch nochmal, ne? Unter RGB-Beleuchtung betrachten können und muss sagen, dass die Hose da viel besser zur Geltung kommt. Okay, wenn du das sagst. Eine wahnsinnig tolle Frau bist du. Oh, ist das gerade eine kleine Träne, die dir über die Wangen läuft? Ach. Sag dir nicht oft jemand, dass du toll aussiehst, ne? Schade, weil du hast es verdient, wirklich öfter zu hören.
Du bist echt toll. Und das sollte man dir wirklich tagtäglich immer wieder sagen. Und wenn nicht, dann geh beim nächsten Mal irgendwohin, wo es einen Spiegel gibt. Und sag es zu dir selbst, dass du gottverdammt nochmal fabulous bist. Fucking fabulous. Werde ich bemerken. Ja, ja. Und kein Grund zur Freude und vor allem nicht kein Grund für Freude drehen. Daran musst du dich gewöhnen, wenn wir beide jetzt in Zukunft unterwegs sind. An was jetzt genau? Dass du mich machst oder dass du mir Komplimente machst? Dass ich dich... Ich weiß, dass dich das alles ein bisschen fertig macht und dass du das halt, wie gesagt, nicht gewohnt bist. Aber ich meine damit, ja, genau. Vielleicht macht es dich noch heute fertig und vielleicht auch morgen. Aber irgendwann ist das hoffentlich Normalität. Und das darfst du auch von mir erwarten. Du bist eine fantastische Frau, Holly. Das kann ich nicht oft genug sagen. Wow. Ich liebe alles an dir. Dein Style, deine Art zu denken. Bin froh, dass sie dich ausgesucht haben. Wirklich. Jonathan, du machst mich noch ganz erlegen. Jonathan? Ja? Würdest du sagen, ist eine Schwäche von dir? Was eine Schwäche von mir ist? Mhm. Okay. Holly. Also, da muss ich ein bisschen nachdenken. Aber wenn du es genau wissen willst. Manchmal, da habe ich das Gefühl, in vielen Belangen einfach zu perfektionistisch zu sein. Und dass das Umfeld nicht gut damit umgehen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich manchmal zu hohe Anforderungen an mich selbst stelle. Und mich dann selbst, wenn ich zu Bett gehe, nochmal dafür fertig mache, diesem Standard nicht gerecht zu werden. Obwohl ich trotzdem eine Menge geleistet habe. Das sind so meine Defizite, an denen ich noch ein bisschen arbeiten muss. Wie sieht es denn bei dir aus, Holly? Oh, ich bin manchmal ziemlich ungeduldig, weißt du? Und wenn dann so was nicht läuft, wie ich das gern hätte, dann... Ich glaube, dann werde ich manchmal schon ziemlich unangenehm, ja. Also würdest du sagen, dass du doch eine Frau bist, die gerne über alle Situationen die Kontrolle behalten möchte? Oft, aber nicht immer. Wenn jemand kommt, der mir das Gefühl gibt, dass er mir die gewisse Sicherheit gibt oder auch fühlen kann, dann gebe ich das gerne ab. Ja, also brauchst du jemanden Dominanten. Jemanden, bei dem du auch mal die Kontrolle abgeben möchtest, ja? Holly. Was? Nichts, ich habe gerade an so einen Film gedacht. Das sind Dreiteiler. Achso, nein, Mr. Grey, ich behalte, also das muss auf Augenhöhe passieren, weißt du? Verstehe, wir sind ja aber auch ein gutes Duo, würde ich sagen. Und so wie ich das gerade hier ermitteln konnte, finde ich, dass unser Dominanzlevel ungefähr auf derselben Ebene ist. Kannst du das bestätigen oder würdest du vielleicht doch etwas ein bisschen anders sehen? Ich würde uns schon auf Augenhöhe sehen, ja. Ja. Ist es genau das, was du dir so wünschst? Ist es möglich, bei mir auch mal ab und zu die Kontrolle abzugeben, Holly? Ich glaube schon, ja. Ich kann mir das schon vorstellen. Verstehe. Auch ich habe manchmal das Gefühl, dass ich das bei dir könnte. In einem Moment der Schwäche, den wir alle irgendwann mal haben. Weil es uns einfach nicht gut geht, weil wir niedergeschmettert sind. Krank. Irgendwas. Irgendwas, was uns die Kraft raubt. Habe ich das Gefühl, bei dir trotzdem in sicheren Händen zu sein. Mit dir den Tag trotzdem gut durchstehen zu können. Das glaube ich tatsächlich. Jonathan, was ist etwas, das du schon immer sein wolltest oder schon immer machen wolltest? Nun, früher, da wollte ich erfolgreich sein.
Nun bin ich es und jetzt fällt es mir schwer, nach höheren Zielen zu suchen. Aber trotzdem will ich mich irgendwie ein bisschen steigern. Ich glaube, dass es nichts mehr gibt, was ich noch wirklich anpeile. Und wenn es etwas geben sollte, dann ist es zur Gewohnheit geworden, dass ich dieses Ziel auch schnell erreiche. Ich setze mich dann halt an die Sache ran und arbeite. Das ist meine Lebensphilosophie. Also habe ich gerade nicht wirklich etwas, was ich sein möchte, weil wenn ich es sein wollen würde, dann bin ich es bereits. Und du? Als Kind wollte ich immer berühmt werden, weißt du, so als Schauspielerin durchstarten oder, keine Ahnung, in die Nachrichten moderieren, was auch immer, aber das habe ich ja mehr oder weniger erreicht und ich glaube, ich möchte so oft wie es geht einfach glücklich sein, weißt du, eine gute Zeit haben, mit Freunden was unternehmen. Ja, cool, verstehe ich, ja. Mich verwirklichen können, weißt du? Ja, ich, stehe auch total auf Selbst- oder Charakterentwicklung. Und so, ne? Ich will mich auch immer wieder aufs Neue fördern. Ich bin nie zufrieden mit dem, der ich gerade bin. Ich sehe immer noch wieder Potenzial, um das Beste aus mir ausschöpfen zu können. Und dafür sind Freunde auch gut. Ich will aber auch im Generellen glücklich sein. Ich habe auch eine Menge Freunde, mit denen ich auch gerne was unternehme. Na, erst gestern war ich tatsächlich im Kino. Echt? Was habt ihr gesehen? Lasertaser und seine tollkühnen Freunde. Lasertaser habe ich noch nie gehört. Ja, es ist so ein Film da, wo jemand halt Kräfte entwickelt und dann eine Liga aufmacht, wo sich dann alle dann versammeln und gegen das Böse kämpfen. Okay. Also wäre jetzt nicht meine erste Wahl im Kino gewesen, aber die anderen haben sich das gewünscht und ich bin jemand, der auch gerne sich auf neue Dinge einlässt. Wie gesagt, Charakterentwicklung. Ich verstehe. Jonathan, wir sind da. Ja, schnell. Mhm. Oh, wow. Cool. Den Namen kenne ich. Der ist super. Da bin ich sogar Stammkunde. Warte kurz. Mach dir nicht die Mühe. Willst du dich kurz positionieren, Roche? Wenn du weiter so machst, dann wirst du bald auszubilden, Amigo. Langsam hast du es drauf. Dann mache ich dir gleich die Tür auf. Jonathan? Ja? Jonathan, hatte alles drauf. Ich hoffe, es wird genauso ausgestrahlt. So, Holly. Ich mache dir natürlich die Tür auf. So. Steig doch aus. Dankeschön. Natürlich. Ich muss nochmal sagen, dass du in dem Licht wirklich, also wirklich, ob jetzt am Tag oder unter Laternenlicht, super. Also ich weiß nicht, wie du das machst, aber keiner hätte es besser hinbekommen als du. Gefällt dir, ja? Du gefällst mir immer. Das ist so süß von dir. Ich weiß. Wollen wir dann reingehen? Wir gehen rein. Ich werde den ganz kurz noch den Raum sichern. Ich werde nämlich gucken, ob es jemanden gibt, der eine Gefahr darstellt. Das ist mein Beschützerinstinkt. Okay, dann sicher einmal den Laden. Okay. Ist das okay so? Können wir reingehen? Hier ist alles clean. Wir können rein. Komm doch bitte. Ich halte die Tür auf. Ja, warte kurz. Die sind noch nicht so weit. Oh. Ich wiederhole den Satz. Merkt euch, wo wir waren. Wir machen genau da gleich weiter. Ja. Okay. Perfekt. Dankeschön. Okay. Die würden ganz gerne noch was sagen, bevor sie reingehen, glaube ich. Ja. Ich sag nur kurz, dass es sicher, also dass alles sicher ist. Eine Sekunde, ja, ich komme nochmal rausgelaufen. Holly. Ein Moment, du musst noch warten. Moment. Oh, sorry, alles gut. Alles gut. Geh wieder rein. Test, Test. Test, Test. Test. Okay. Holly, hier ist alles sicher. Komm rein. Okay. Agent Laser. Ein verzackter Spinner, ne?
Ey, ist nicht zu viel oder so. Und wenn ich irgendwas zwischen den Zehen haben sollte, informier mich instant. Verstehst du? Nee. Gut, jetzt machen wir kurz eine Szene, wo ihr mich fragt, wo, keine Ahnung, Holly hat natürlich reserviert und du fragst jetzt, wo es hingeht und dann zeigt euch den Platz und dann mache ich einen kurzen Cut und dann machen wir weiter, ja? Verstanden. Dann frage ich am Tisch nach dem Platz oder bei der Theke, meine ich. Du fühlst das gerade, oder, Agent Laser? Ja, ich versuche alles um die Produktion, ne? Für die Quote, Mann. Okay, ja, bist der Beste. La. Oh, soll ich dir nachher sagen, dass du für mich gebellt hast? Oh, das wird bestimmt so gut ankommen. Oh, ich hoffe, das hat Melody irgendwie aufgenommen. Das wäre wirklich toll. Stell mir vor, wir schneiden das rein, wo du gesagt hast, du wärst ein Hund. Das würde doch die Geschichte stützen. Okay, auf ich glaube, wir können. Können wir? Ihr könnt los. Okay. Was kann das sein, so eine Kamera? Hallo. Guten Abend. Hi, guten Abend. Wir haben einen Tisch bestellt. Stopp, gerade zurück. Nochmal neu, bitte. Du musst zurückkommen, Holly. Ach so. So ein Amateurverhalten, wirklich. Ich reiß dich mal am Riemen. Maul, schreib mich nochmal an, ich verprügel dich hier von vor Ort und Stelle, ist kein Problem. Ja, vielleicht geht's dann in den Vollkontaktsport und dann machen wir noch einen Porno draus. Action! Kann wieder losgehen. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Haben Sie wir haben einen Tisch reserviert. Das ist richtig. Das wäre einmal der Tisch da vorne, in der ganzen in der Ecke. Da habt die meiste Ruhe. Da kommt mich einer rum. Ich werde noch ganz kurz den Raum sichern. Eine Sekunde. Okay. Sicher, komm rein. Okay. Such dir doch bitte ein Plätzchen aus. Wunderbar. Ja, dann sitze ich hier. Ja. Willst du wirklich so weit wegsitzen? Nee. Wir müssen ja auch irgendwie bildlich zur Schau stellen, dass wir beide jetzt mittlerweile ein bisschen mehr zusammengewachsen sind. Das machen wir am besten mit der Distanz. Mit der Distanz fest. So. Das ist ein bisschen zu nah, wenn du deinen Ellbogen auf mein Bein stützt. Mann. Ich bin total nicht, für mich noch nicht bereit dazu. Ja, das ist doch in Ordnung. Alles gut. Nein. Amigo, könntest du dich auf ihre rechte Seite über die Ecke setzen, damit du ein bisschen mehr Richtung Kamera schaust? Ich glaube, das ist rechte besser vom Seite Winkel. Hier? Ja, da wo du eben warst, genau dann. Okay, ja klar. Hast du dich jetzt mal vernünftig hinzusetzen, Jonathan? Das ist doch... Nein. Ja, perfekt. Immer offen, alles zeigen, was du hast. Okay, ist das gut so? Ja, ist das gut? Fühlst du dich so wohl? Ist das okay? Wenn es okay für euch ist? Also für uns ist super. Okay. Wir machen einfach weiter jetzt, ja? Jetzt kann's losgehen. Gut. Ach ja, Jemine, ist das schön hier. Taco Libre. Ja, den Laden kenne ich. Ich mindestens einmal die Woche. Okay. Die Herren und die Damen schon mal die haben wollen. Hey, Jeff, wie geht's? Das Übliche wie immer. Ja. Das Übliche wie immer. Okay, mach ich euch fertig. Ja, ich danke dir, mein Bester. Bis gleich. Der Jeff ist ein Guter. Der arbeitet hier schon eine Weile.
Was ist denn das Übliche, Jonathan? Ich weiß nicht, was du jetzt bestellt hast. Das Taco Libre Duo-Menü für Pärchen, tatsächlich. Das ist ganz süß gemacht, also dort hast du eine Menge Tacos, die auf so einem Silbertablett serviert werden. Und das ist so ein Pärchending, weil man immer, wenn man jetzt in Richtung Taco greift, eventuell dann Gefahr läuft, aber das ist vielleicht die falsche Bezeichnung, einfach die Möglichkeit hat, eventuell sich zu berühren. Wenn man zum Beispiel zum gleichen Taco greift und wenn es ganz, ganz romantisch ist, dann bricht man den in der Mitte durch und dann füttert man sich mit dem Taco gegenseitig. Warte mal, du bestellst das jede Woche oder jedes Mal? Also wenn es das Übliche ist, mit wem bist du denn öfter hier? Jorge, kannst du, machen wir nochmal einen Cut? Jorge, können wir hier vielleicht einen Cut machen? Das war gerade vielleicht nicht, da habe ich mich gerade selbst ein bisschen ins Aus manövriert, ne? Ich mache einfach nochmal neu. Sag, kannst du nochmal die Frage stellen, was bestellst du denn jeden Tag so, Holly? Und dann mache ich einfach da weiter. Wie, du willst was skripten? Nee. Also mit wem bist du hier? Ich war schon eine längere Zeit nicht mehr hier. Als ich von jede Woche gesprochen habe, dann vor ungefähr das letzte Mal 20 Wochen oder so. Okay. Aber ja, ich hatte ständig immer eine Begleitung hier. Und um das auf das Thema nochmal von vorhin anzuschneiden, ich wurde oft in meinem Leben enttäuscht. Ich hatte unzählige One-Night-Stands, in der Hoffnung, dass das irgendwas Gutes ist, irgendwas mit Substanz. Aber immer wieder wurde ich dann am nächsten Tag nach Hause geschickt. Die haben mir nicht mal Frühstück angeboten, gar nichts. Und immer wieder war es ein Schlag mitten ins Gesicht. Etwas, was ich nicht verarbeiten konnte und von Woche zu Woche mir immer wieder eingeredet habe, dass es diesmal etwas anderes ist. Aber das war es nicht. Und ich habe mir damals geschworen, als ich das letzte Mal hier war, dass ich das nächste Mal erst wieder hier hingehe, wenn es jemand ist, wo ich wirklich glaube, dass das was für die Ewigkeit ist. Denn dieses Taco-Menü, das bekommen wir. Das will ich mit dir. Und mit keinem anderen. Für immer. Okay. So, dann reicht dir mal das Tablett rüber. Dann kannst du das gleich aufteilen zwischen dir und deiner Dame. Ich danke dir. Vielen Dank. Bitteschön. Danke. Der Herr. Dann euch noch einen guten Appetit. Dir auch. Ja, danke, Jeff. Bitte. Wo ist das? Ja. Guck mich nicht so an, Jonathan. Das macht mich ein bisschen nervös. Alles gut. Erstmal hier für dich was zu trinken. Ja. Ich dachte, das ist Essen gewesen. Ich war ein bisschen verwirrt. So. Ich trinke einfach meine Münzlimonade. Und dann auf diesen wundervollen Abend. Und ich bin froh und da bedanke ich mich nochmal offiziell jetzt hier für das Weiterführen dieser Verabredung in diesem Etablissement unter romantischeren Umständen als auf dem Bauernhof. Wobei ich auch da, muss ich ehrlich sagen, eine ziemliche Anziehung gespürt habe. Zum Wohl. Auf uns, Jonathan. Auf dich und mich. Lecker. Das ist ja fast so süß wie du, das Getränk. Ne? So. Ja. Egert, hast du dich heute extra geschminkt? Ja, also da rede ich nicht gern drüber. Ich habe manchmal Pickel und die decke ich mir immer ab. Und mit schwarzen Lidschatten. Nun, wenn ich erwischt da ist? Ja, wenn ich immer also Abdeckcreme benutze oder sowas, dann erwische ich nicht immer die gleiche Hautfarbe, die ich habe. Deswegen wirke ich im Gesicht ein bisschen blasser. Als deswegen so ein bisschen mit Schwarz übermalen. Aber so wie es gerade aussieht, kann man dir wohl nichts vormachen, Holly, ne?
Ich finde, das hat ein bisschen was Verruchtes. Ich mag das irgendwie. Magst du das? Klar. Ja, nun, ich bin auch ein Mann mit vielen Geheimnissen und auch vielen Abgründen. Echt? Ja, ich habe viel Negatives, wie gesagt, erlebt und deswegen bekämpfe ich auch oft meinen inneren Dämon. Und diese Schminke soll das auch ab und zu mal symbolisieren. Dass ich jemand bin, der es verdient hat, auch nochmal auf einen zweiten Blick betrachtet zu werden. Und der auch in Sicherheit, wie gesagt, viele Abgründe trägt. Die ich dir aber auch sehr gerne, wenn wir uns näher kennenlernen sollten, offenbare. Viele Schicksalsschläge, etc. etc. Nun, ich war ja vorhin schon recht offen zu dir. Was ist denn einer dieser Abgründe? Das hast du mich aber eiskalt erwischt, Holly, gerade. Alles gut. Nur so weit, wie du dich bereit fühlst. Du kannst auch gerne meine Hand nehmen, wenn du möchtest. Okay. Ja, dann sage ich das einfach. Du hast es verdient. Ich, war mal an einem Ort. Und dieser Ort war wunderschön. Das gleicht so ein bisschen dem Schlaraffenland. Dort findest du alles, was du willst, was du begehrst und. Dieser Ort fühlt sich an wie ein zweites Zuhause. Und dieser Ort, dieses Zuhause wurde mir genommen. Es gab Leute, die beschlossen haben, mich von diesem Ort fernhalten zu wollen. Monate für Monate hinweg. Es war wie ein Stich im Herz. Und wenn ich wirklich ehrlich bin, habe ich den kompletten Lebenswillen verloren. Ich musste mich wieder aufraffen. Und ich habe gekämpft. Und ich habe es geschafft, die Leute zu überzeugen, wieder Platz an diesem Ort finden zu dürfen. Und wenn du weißt, wie es ist, dass dir dein Zuhause weggenommen wird, dann bist du nicht mehr der Mensch von vorher. Irgendetwas verändert sich in dir. Es tut mir echt leid zu hören, Jonathan. Du bist ein wirklich starker Mann. Komm mal hier für dich. Ganz ruhig. Ich setze dich mal ein Stück weiter zu dir ran. Alles wird gut, Jonathan. Ich weiß, das ist vielleicht gerade ein bisschen, ich weiß nicht, aber darf ich vielleicht mich mit meinem rechten Ellbogen auf deiner Hüfte abstützen? Ausnahmsweise. Gut. Danke. Ich hoffe, es geht dir damit ein bisschen besser. Bitte einmal kurz Cut. Ja. Schauspieler, kannst du Krokodil ins Tränen wegwischen? Nochmal ab dem Moment, wo du dich hingesetzt hast, so auf der anderen Seite, bitte. Also soll ich mich nochmal umsetzen und dann nochmal zurücksetzen? Ja, das wäre super. Und vielleicht um den Tisch rumlaufen dabei. Oh, Entschuldigung, ja. Soll ich nochmal die Frage stellen? Nee, das muss nicht sein, oder? Nee. Okay. Nee, musst du nicht. Spotlight on me, so. Okay, Roche bereit? Okay, dann kann's weitergehen. Okay. Geht's dir damit jetzt besser, ja? Mir geht's gerade viel besser, Holly. Sowas hatte ich noch nie. Ich glaube, Körperkontakt zu einer Frau, oder? Körperkontakt. Zu meinem Seelenverwandten. Seelenverwandte? Ja. Ich glaube schon. Achso, ich weiß nicht, wie ich es anders bezeichnen soll. Das steht für dich aber ganz schön schnell fest.
Ja, dann zur Hälfte halt so. Hat irgendwas Besonderes eben. Ich habe kein anderes Wort gefunden gerade. Dann Körperkontakt zu der tollsten Frau. Körperkontakt zu der tollsten Frau, meine ich. Können wir das rausschneiden, bitte? Ich hatte noch nie Körperkontakt zu der tollsten Frau. Ich verstehe, ja. Es ist so, als wären meine Sorgen keine Sorgen mehr. Es ist so, als würde sich alles wieder in Luft auflösen. Danke dafür. Danke für dieses Erlebnis. Ganz im Gegenteil, gerade bin ich total glücklich. Es war so schwer, mir das irgendwie von den Schultern zu reden und ich bin froh, dass du das so empfangen hast. So herzlich und so verständnisvoll. Ne? Ich bin auf jeden Fall gerne für dich da, Jonathan. Und ich muss sagen, ich genieße mit dir die Zeit echt sehr. Auch wenn du manchmal ein kleines bisschen komisch bist, aber ich glaube, ich kann damit schon umgehen. Du bist lustig und charmant und ich glaube, mit dir wird das nie langweilig. Genau das Gleiche denke ich über dich. Ich glaube, dass wir beide zusammen, dass nicht mal Disneyland so viele Möglichkeiten und Attraktionen bietet, wie das Zusammenspielen von uns, zwischen dir und mir. Das Hin und Her, das Harmonieren, das ist kaum in Worte zu fassen. Es ist ein Gefühl, was man, glaube ich, erleben muss, um zu verstehen, was man damit meint. Und zum ersten Mal hier gerade, Holly, da verstehe ich. Oh no! Die Streamer bekommen wohl auch was bei den Werbeeinnahmen, bei den Zuschauern, die Turfen. Ah, okay. Ja, dann euch das Allerbeste. Kuss geht raus an alle Turbo-User, ne? Ist doch selbstverständlich, meine Freunde. So, jetzt warten wir, bis Holly wieder da ist und alle Leute vom Team natürlich. Ich glaube, Roche sehe ich noch nicht. Sonst scheinen zumindest alle Mitarbeiter von Reason News am Start zu sein. Was kocht ihr morgen? Das kann ich noch nicht sagen. Ah, da ist sie ja. Ist der Laser? Ja. Sie können selbstverständlich natürlich die Klamotten behalten, die wir Ihnen bestellt haben. Wenn Sie die allerdings zurückgeben möchten, aus welchen Gründen auch immer, würde ich Ihnen die gerne uns abnehmen. Die kann ich Ihnen gerne wiedergeben. Ich möchte nicht für irgendwelche Kosten verantwortlich sein. Die Kosten gehen sowieso. Die waren dann in den Film von das bei uns von Reason News. Ich gebe Ihnen das kurz mal. Sehr schön. Das ist ja gar nicht so schmutzig geworden, das haben sie sowieso in der Hälfte der Zeit getragen, ne? Ja, das war nicht so schmutzig. Eine Sekunde, ich gucke noch ganz kurz. Was noch? Ach, der Mantel. So. Oh nein, das ist am Lecken. Ja. So, ist nicht stabil. Ich drücke die ganze Zeit Tab, ich komme nicht mehr ins Menü. Jetzt erst. Oh nein. Was ist das denn? DDoS-Attacken von irgendwelchen Leuten, die kein Leben haben und in ihrem Keller sitzen. Und das deren einziger Lebensinhalt ist. Und keiner, der in seinem Leben irgendwas erreicht hat oder irgendwas machen möchte, was wirklich auch nur ansatzweise etwas Positives mit sich bringt, macht sowas. Also keiner. Deswegen, das sind halt arme Gestalten. Das ist ein Geschenk von Reason News, das hatten wir vorhin ganz vergessen. Also Real Talk, ne? Ich wünsche Ihnen die Handdrücke, die Arbeitshandschuhe. Ich meine Leute, die den GTA-RP-Server Holly natürlich auch. Also Leute, die den GTA... Du, mir ist fast ein bisschen leid. Einen GTA-Server DDoSen, sind komplett... Da wisst ihr ja schon Bescheid. Vielen Dank, Dankeschön. Ich glaube, das war noch... Der Schuhe, das Hosenträger, Shirt. Das hier, genau. Ich hatte ihm tatsächlich nur ein Hemd gegeben. Oh, okay, aber das auf jeden Fall, das gehört Ihnen. Das weiß ich. Oder? Gehören, ja. Die Hose war von uns, ja. Was war noch? Ich glaube, das war tatsächlich ihrs. Ah, okay, vielen Dank. Waren das noch schwarze Schnürstiefel?
Ich hatte ihnen Schuhe gegeben, ich weiß allerdings nicht, ob sie die auch getragen hatten. Oh. Hier, das war. Oh, ich glaube, ich weiß welche. Die hier. Aber sie haben noch Schuhe jetzt, andere, ja? Ja. Okay. Die habe ich vergessen anzuziehen. Oh nein. Egal. Ich werde hinterher die Produzenten mal, Produzentenkollegen mal fragen, ob es ihnen aufgefallen ist, dass sie Schuhe gewechselt haben während des Drehs. Ja. Das ist dann so, dass das Gimmick, was man dann irgendwo in die Folge mit reinbringt, wenn es denn auffällt, aber teilweise machen wir halt auch Cuts, wo die Schuhe gar nicht zu sehen sind. Also von daher würde ich mir nicht so die großen Sorgen machen und ansonsten können sie ja ein Gewinnspiel mit ihren Freunden machen. Wer findet den Anschlussfehler in der Produktion, in der Serie? Und wenn es dann jemandem auffällt, wenn es dann auch reinkommt, wo gemerkt, dann ja. Ist es noch etwas, was sie brauchen oder habe ich ihnen alles gegeben? Irgendwas fehlt? Das ist, glaube ich, nur das, was wir hatten, was ich ihnen gegeben hatte. Okay, gut. Schuhe, Hose, das Shirt und die Jacke. Oder so, ne? Deswegen. Nein, wie gesagt, die Handschuhe, die können sie gerne behalten, die habe ich für sie gekauft. Oh, danke schön. Ja, kein Problem. Sind ja auch nicht so unglaublich teuer. Danke, vielen Dank. Okay, super. Ich würde mal ganz kurz gucken, was meine Kollegen sagen und dann, ja. Alles klar. Machen sich schon mal wieder gemütlich, vielleicht finden sich emotional nochmal in diese durchaus spannende Situation rein. Natürlich. Viel Erfolg. Danke.